Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Together Europa Universalis 4 mit mir, Tante Günther, a.k.a. Günther Shadow und einem Freund der Strategiespiele. Welchen meinst du? Ich bin der Egonson. Ja, den meinte ich eigentlich zuerst, genau. Und wir haben uns heute Expertenratschläge ins Haus geholt, denn der Legendary Marvin ist auch dabei. Falls ihr den noch nicht kennt, schaut in die Videobeschreibung, da findet ihr den Link zu seinem Kanal. Und er gilt ja so auf YouTube, zumindest als der Europa Universalis 4-Fachmann. Servus, Alexander. Vielen Dank. Ja, gern geschehen. Ja, ich hoffe, also wir werden dir zu danken haben, denn wir werden auf deine Hilfe angewiesen sein. Im letzten Part habe ich nämlich beispielsweise meine komplette Armee verloren und da muss jetzt noch ein bisschen Aufholarbeit geleistet werden. So sieht's aus. Wir werden dich mit Fragen löchern, Marvin. Immer gut. Und ja, ich muss an dieser Stelle dir auch nochmal ein ganz großes Kompliment machen. Ich glaube, ohne dich wäre ich gerade mal bei 20% meines Europa Universalis 4 Wissens und hätte hier auch den Günni nicht so weit bringen können, wie er jetzt ist, dass er seine komplette Armee verloren hat und seine Kaiserwürde gerade mal bei 7% liegt. Das ist nicht allzu viel. Aber gut, solange er nichts vorhat, reicht das ja. Wir könnten jetzt zuerst eine Frage zurückkommen, wenn ihr wollt, wenn du mir kurz die Handelskarte zeigen magst. Gerne. Die ist hier, genau. Ich werde sie auch gleich einblenden, gib mir nur eine Sekunde Zeit, ich muss so gerade eine Einheit Kavallerie rekrutieren. Kurz zur Erklärung für die Leute da draußen, bei Marvin hat das Spiel einfach nicht laufen wollen, er sieht jetzt meinen Bildschirm. Ganz genau, und das nächste Mal wird es hoffentlich klappen, denn wir hätten es natürlich am liebsten gesehen, wenn Marvin hier direkt noch mit eingestiegen wäre. Das wäre praktischer gewesen, aber es wollte heute nicht. Ja, am besten irgendwie so mit Parma oder so und dann die ganze Welt erobert hätte. Aber ich hätte es mit den Azteken angefangen, aber Parma geht auch. Also Azteken. Ich glaube, da hättest du uns trotzdem alle überrannt irgendwann. Genau. Also die erste Frage war, glaube ich, von Günni, was er mit seinen Händlern genau machen soll. Er hat ja hier den Handelsplatz in Wien, den er ja mehr oder weniger kontrolliert. Aber die Frage ist, was macht er mit seinem zweiten Händler? Also was natürlich hier immer am wichtigsten ist, sind die Pfeile zu beachten. Wir hatten ja kurz angesprochen, da hatte ich den Bild noch nicht vom Kopf, ob er von Venedig aus was machen kann. Was natürlich jetzt für ihn unmöglich ist, weil ja Venedig sieht man, die Pfeile gehen von Österreich nach Venedig rein. Ganz genau. Und gegen die Handelspfeile, also es gibt einen geringen Effekt, der gegen die Handelspfeile noch Handel verschiebt, wenn es Richtung Hauptstadt ist, aber der ist eigentlich vernachlässigbar und vor allem kann man ihn mit Händlern auch nicht steuern. Also wenn du mal ein bisschen rauszoomen magst, also bei Österreich muss man sich natürlich überlegen, also er will auf jeden Fall in Wien natürlich den Handel einsammeln und ja, Krakau kann er rein oder eben Ragusa sehe ich auch, also einen von den beiden Handelspunkten kann er sich aussuchen. In Krakau hat er jetzt mal sehe ich jetzt seine Provinzen gerade nicht. Du musst dann schauen, wo da ein paar Provinzen hat, mit denen er Handelsmacht ausüben kann. Ja, und Pius II. Des Papst. Hoppla. Je nachdem, wie das Flottenlimit aussieht, kann er natürlich auch sagen, er hat ja zwei Küstenprovinzen, kann versuchen, mit kleinen Schiffen seine Handelsmacht in Ragusa zu steigern und da eben Handel nach Wien weiterzuleiten. Da ist die Frage, wie gut es ihm da gehen wird, weil normalerweise, wenn wir jetzt zu Venedig kommen, Venedig hat natürlich den Handelsknotenpunkt schlechthin. Ich meine, ich glaube, es gibt im ganzen Spiel keinen besseren Handelsknotenpunkt. Man sieht, alle Pfeile gehen da nur rein. Man kann gar keinen Handel rausleiten. Und da ist natürlich die Frage, Venedig leitet im Augenblick, leitet Venedig, wie man an dem Häkchen sieht, neben Wien bei Egonson gerade, leitet Venedig von Wien nach Venedig weiter. Ach, natürlich, und das ist schlecht für Günther. Gegenüber Günther ist es sehr schlecht. Also Günther findet das mit Sicherheit gar nicht lustig. Also du leitest, erklär mir das gerade nochmal, du leitest jetzt weiter von? Also Egonson leitet im Augenblick von deinem Handelspunkt von Wien Handel nach Venedig weiter. Das ist natürlich für Österreich schlecht und für Venedig ist es außerdem ein bisschen ineffizient, weil du siehst ja, es sind nur 0,49, die er weiterleitet. Bei Günther Shadow sieht es vielleicht im Handelsknotenübersicht von Wien, wenn er da rein Ja, ich sehe es. Ja, ich zeige es auch gerade den Zuschauern. Und Wien ist eine Flottenmacht, eine Marinemacht. Das heißt, Venedig müsste eigentlich Ragusa oder Alexandria nehmen und von da aus Handel weiterleiten. Ich sehe sogar, in Alexandria haben sie auch einen. Genau, auch zum Beispiel mit auch Ragusa, Konstantinopel, weil das sind die Handelsknotenpunkte, wo du deine Schiffe einsetzen kannst. In Wien kannst du keine Schiffe einsetzen.
Dann sende ich doch meinen Händler mal von Wien zurück. Das gefällt auch dem Günni, dann hat er ein bisschen mehr Geld. Yeah. So die Grundregel ist eigentlich immer, Handel in die Hauptstadt Leiterleitung, in der Hauptstadt abschöpfen. Damit hat man eigentlich das meiste immer relativ simpel geregelt. Genau. Wenn man sich nicht groß drum kümmern will. Schicke ich ihn doch gleich nach Ragusa, um Handel weiterzuleiten. Ne? Handelseinfluss übertragen. So, wo ist er denn, der Freie? Giuseppe Veniero, da wo nichts in den Klammern steht. Ah ja, sehr gut. Genau. Wie du siehst, meine Flotten sind leider dahin. Ich bin gerade dabei, sie wieder aufzubauen. Ich habe ja nur Pech gehabt. Also wenn du mich fragst, ich bin ja der größte Stratege zum Meer ever, ja. Aber das Spiel war gegen mich. Das kannst du ja mal unter Beweis stellen, wenn du gegen Pilof hast, dass der andere größte Stratege zum Meer bei Rome 2 eine Seeschlacht schlägst, ja. Okay. Nee, wir müssen uns da ein neutrales Territorium aussuchen, damit es ausgeglichen ist. Mein Doge Luigi Dolphin muss ich wieder zur Wahl stellen. Ich werde ihn natürlich behalten, denn das wird zwar 10 republikanische Tradition kosten, aber wir haben ja 94, aber gleichzeitig bedeutet das, dass er wieder aufsteigt in seinen Skills. Er hat schon 5-2-2, wenn wir ihn behalten. Dann hat der 6-3-3. Das ist was, was ich persönlich übrigens sehr schade finde, eigentlich, dass da so wenig, ich sage jetzt mal, Abwechslung ist, dass die Kandidaten immer nur 1-1-4, 1-4-1 und 4-1-1 sind, dass da gar keine andere Zahl drin ist. Das finde ich ein bisschen schade. Ja, ich muss mich da erstmal mit klarkommen. Ich wusste gar nicht, dass das so ist. Ich habe auch lange gesucht, was ist denn jetzt diese republikanische Tradition? Aber ich habe dann festgestellt, ah ja, es ist die Legitimität, die hier äquivalent ist. So. Ja, es ist so ähnlich, es hat ähnliche Effekte, es hat zum Beispiel auch direkte Auswirkungen auf die Stabilitätskosten, was Legitimität nicht hat und was vor allem ganz interessant und auch lustig ist, wenn man mal was besonders machen will, wenn die auf 0 sinkt, wird man eine, wie heißt das, bürgerliche Diktatur, glaube ich, dann wird man also auch eine Art Monarchie und je geringer sie ist, desto höher sind die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwelche liberalen Revolten aufsteigen, die der Meinung sind, dass die republikanische Tradition eben zu weit am Boden gesunken ist. Also sie ist ähnlich zur Legitimität. Man kann sie nur nicht durch ihn steigern. So, Galerienflotte ist soweit. Dann würde ich sagen, bauen wir noch ein paar leichte Schiffe, um den Handel hier rund um Venedig besser beschützen zu können. Ja, also unser Hauptproblem vorhin war, wie gesagt, da haben wir es gerade offscreen von gehabt, dass wir in dem Krieg gegen Ungarn, also Günni vor allem, hier auch die Provinzen besetzt hatte. 100% Kriegspunkte, aber diese Provinzen nicht fordern konnte. Wir haben als Kriegsgrund dieses unehrenhafte Pakt gehabt, das Kriegsziel war eben die Belagerung, die Besetzung von Pest oder Pescht, was aber die Polen übernommen haben. Aber du hast auch schon gemeint, Marvin, du hast es noch gar keinen Krieg geführt mit diesem Kriegsgrund, ne? Na, ich suche mir normalerweise, ich sage jetzt mal, mächtigere Kriegsgründe dazu. Da kann es durchaus sein, ich schaue gerade, ob ich ihn finde. Ich weiß nur gerade nicht, wie er auf Englisch heißt. Ah, Dishonored. Ja, das müsste das sein. Dishonored, okay. Ah, nee, es ist, wenn er sein Bündnis gebrochen hat. Oh, ja, aber irgendwie sowas in der Richtung müsste das schon gewesen sein, ne? Also, ja, es ist eben, wenn halt die Überdehnung auf über 100 ist. Ich habe schon mal Ziel von solchen Kriegen, aber ich habe sie noch nicht geführt. Aber wenn die Überdehnung über 100 ist, da haben die Ungarn das ist zu viel gewollt. Das ist der Kriegsgrund, den alle erhalten, wenn die Überdehnung über 100 ist. Okay. Also so wie in Urbansalis 3, weiß ich nicht, wer von euch beiden das gespielt hat, war, dass die Infamie, die ja auch keinen speziellen Wert übersteigen durfte. Ich habe hier gerade ein großes Problem. Auf Kreta haben sich Nationalisten erhoben und ich habe gerade mal eine Kogge, die ich benutzen kann, um meine Armeen dahin zu schiffen. Ja, ich habe meine mittlerweile aufgelöst, aber ich hatte nur 2 Stück. Ja, und ich kann nicht davon ausgehen, dass einer der Computergegner sich darum kümmert, von das daher. Das ist sehr unwahrscheinlich, ja. Ja, also wenn man Personalunion hat, die kümmern sich manchmal sogar um sowas. Ah ja. Aber ansonsten wird es eng. Also gerade bei Personalunion bin ich immer wieder überrascht, was die eigentlich alles tun. Das mit der Personalunion, das ist natürlich nochmal, das ist ja dann natürlich nochmal eine bessere Qualität, ne? Also bei uns war es ja so, wir sind ja noch relativ früh, 1455, ne? Also so weit fortgeschritten war das bei uns ja noch gar nicht, ne? Also wir knapsen da noch an den Anfängen. Ja. Ich könnte natürlich
Ich habe einen imperialen Befreiungsgrund gegen Konstanz. Oder wie auch immer man das jetzt hier genau nennen mag. Und da könnte ich jetzt hingehen, ein paar Söldner holen und das von den Rebellen befreien. Das wäre doch mal eine Idee, oder? Sollte man sowas machen? Ist sowas sinnvoll? Bin mir da gerade noch nicht so sicher, aber ich brauche erstmal ein paar Infanterieeinheiten. Ich habe insgesamt 4 Einheiten Kavallerie. Dann gucken wir mal. Der Reichsbefreiungsgrund? Kriegsgrund? Moment, ich gucke gerade. Wo war es? Ich pausiere mal ganz. Ah, ja. Oder nee, ich brauche ja nicht pausieren. Wo sehe ich nochmal die Kriegsgründe im Diplomatie-Menü oder was war das? Weil, wenn du auf Krieg erklären klickst, ist eigentlich die bessere Übersicht. Ja. Ah, kein Kriegsgrund, hä? Oder? Kein Moment. Kriegsgrund? Kriegsgrund, kein Kriegsgrund. Was war das? Aber das haben eben kam hier irgendwas, bla bla bla, Befreiung. Bla bla bla, Dings, Befreiung. Aber war es nicht Württemberg? Es musste, oder war es Baden? Moment mal, Baden? Ah, Baden genau. Ist es. Genau, Baden ist es. Ah, okay. Ja, die wollen ja Lothringen angreifen. Ja, deswegen werden wir denen dann bald den Krieg erklären. Dann können wir hier uns nochmal ein bisschen als Kaiser aufspielen. Das mache ich ja gerne. Es gibt halt schöne Reichsautorität, die man für Reichsreformen nutzen kann. Ja. Reichsreformen sind halt vor allem, also es geben natürlich verschiedene Boni, aber sind vor allem auch deswegen sind, weil man damit ja am Ende ja das Reich auch einigen kann. Reichsreform, was ist sowas wie, ach, hier sehe ich es, genau. Genau, es sind die, Egon so zeigt ja auch gerade Reichsreformen, und wenn man die von oben nach unten durchbringt, das letzte Renovatio Imperii, dann ist das wirklich eine Nation, dann hast du nicht mehr so viele Nationen, dann hast du eine Nation, die kriegt dann glaube ich so ein komisches Grau, wenn ich mich recht erinnere, und ist halt wirklich eine einzige Nation. Das ist natürlich ziemlich mächtig. Darf man die selbst benennen oder heißt sie dann Deutschland? Die ist dann das Heilige Römische Reich. Oh, ist ja blöd. Ist auch recht lustig, weil da auch, dass ja jeder Kaiser werden kann, man muss ja nicht im Reich sein, um Kaiser zu sein, kann auch dieses Reich theoretischerweise jeder gründen. So, das sieht man auch mal skandinavische Heilige Römische Reiche oder spanische alle schon gehabt. Sehr schön. Ich habe letztens in einem meiner Videos gesagt, nachdem meine Hauptstadt ja jetzt in Amerika ist und ich jetzt die Welt, und habe ich gesagt, ich gründe das Heilige Römische Reich und dann ist das das Heilige Römische Reich der Vereinigten Staaten von Amerika. Klasse. Ah, ich liebe Strategiespiele, die in der echten Welt spielen, aber dann eine alternative Realität aufmachen. Ja, man kann ja jede Provinz umbenennen. Ja, habe ich auch schon gesehen. Aber ich bin da nicht kreativ genug. Ja, da gab es in dem MP mal ein bisschen Zoff, sag ich mal, weil irgendeiner seinen Provinzen lauter komische Namen gegeben hat und das fanden ein paar Leute irgendwie nicht lustig. Ich hole mir mal ein paar Söldner und werde Baden angreifen, habe ich jetzt beschlossen. Tu das. Ich habe es eigentlich auch gerade sagen wollen, dass es, glaube ich, keine gute Idee war, das Günni zu sagen, weil der auch sehr kreative Namen auf sehr kreative Namen kommt. Wer sein Faster dann leid. Jetzt ist mein Spiel abgestürzt. Bei mir läuft's noch. Bei dir läuft's noch? Ich safe, ja. Ist okay. Ah, nee, warte mal, vielleicht läuft's da doch noch weiter. Das haben wir gleich. Müssen wir die Aufnahme beenden. Mach du ruhig weiter, Günni. Okay. Ich krieg das später noch zusammengeschnitten. So, Fraps beenden. Oh, so viele Söldner, die sind so teuer. Aber ich brauche ein paar Truppen gegen Baden. Ein Bündnisangebot von Thüringen. Nein. Definitiv kein Bündnis mit Thüringen. Die liegen zwar strategisch gesehen für uns günstig. Und ich habe hier auch einige Zuschauer aus Thüringen, aber das ist nicht so, wie ich mir das gerade vorstelle. So, dann bewegt die Infanterie, Kinder, und gib mir noch, habe ich noch Söldner? 8 verfügbar. Dann nehmen wir doch noch 2 Kavallerieeinheiten. Ich bin auch wieder da im Spiel. Schön. Kann sein, dass bei mir jetzt ein bisschen schwarz war, aber Günni hat das ja unterhalten. Ja, ultra, also das war der Wahnsinn. Ah, ja. Ich wollte ja gerne noch was singen für euch, aber Egonson war leider zu schnell wieder zurück. Jetzt seid ihr nicht in den Genuss meiner engelsgleichen Stimme gekommen. Wow. Württemberg ist gerade komplett von Rebellen besetzt. Kann man das irgendwie ausnutzen, um sich jetzt schnell Württemberg unter den Nagel zu reißen? Ah, nee, es gehört, ist wieder. Hä? Oh. Ich wollte gerade sagen, das ist gefährlich. Es gibt gerade bei so kleinen Ländern sind die Rebellen oft stärker als alles, was die Land eh aufbegehren könnte. Ja. Jetzt könnte man es ausnutzen, weil jetzt sind die Rebellen weg. Gleichzeitig ist die Armee besiegt. Wahrscheinlich haben sie jetzt ungefähr nichts.
Ja. Und da könnte man dann wirklich hingehen und hier den Krieg erklären oder so und dann zuschlagen, ne? Man sieht das, man kann das ja in den Statistiken auch genau nachschauen, wie viele Truppen die gerade haben. Das ist auch immer so ein Punkt, der immer ein bisschen angestritten wird, ob das so sinnvoll ist. Ja. Statistik, Militär, Armeen, da sieht man es ja auf den Mann immer genau, wie viele Truppen die gerade haben, über Gesamt. Ui, das ist ja... Also Infanterie 0. Württemberg hat gerade 0, sieht man genau. Ja, Gesamt 0 ist die wichtige Zahl. Wo finde ich diese Statistik, die ist hier... Ah ja, ganz da in Shortcut. Unten. Und dann Militär. Ja. Militär, Armeen. Ja. Mhm. Armeen, so. Und dann gehe ich auf Soldatenzahl oder auf Gesamt? Auf was muss man... Gesamt. Ah, Infanterie kann man sich Gesamt mal angucken. Sind die Truppen, die sie haben. Soldatenzahl ist die Manpower, die sie besitzen. Okay. Mhm. Genau. Oder du gehst halt nach Landnahme und scrollst ganz runter, dann bist du auch gleich bei Wittenberg. Und Umlaute sind immer ganz unten, falls du dich selber suchst. Ja, ich guck mal gerade bei Baden. Die haben 5000 Mann Infanterie, das ist alles. Das müsste doch lang für... Also ich habe 14 Regimenter, habe ich gerade. Das müsste doch hinhauen. Mhm. In die Schatzkammer oder Prestige? Will ich Prestige oder Schatzkammer? Ich glaube, ich will eigentlich Prestige, weil Geld mache ich so oder so genug. Zwar jetzt nicht mehr so viel, weil die Söldner so teuer sind, denke ich, aber ja, die Söldner machen es halt, aber ein bisschen wird noch gehen. Das bedeutet, hier sehe ich es ja, Venedig, wir haben 10.000, 12.000 und gesamt, wir haben 12.000, achso ja, wir haben ja schon wieder aufgebaut und das Militärbündnis gegen uns hat sich aufgelöst. Das heißt, alle akzeptieren jetzt, dass wir so expansionistisch waren. Und sie sehen ein, dass sie keine Chance haben gegen das venedische Weltreich unter meiner Führung. War es zuletzt ein Koalitionskrieg gegen Ungarn? Ja. Das ist nämlich, wer wurde da angegriffen und wie? Ungarn wurde angegriffen, weil wir diesen Grund hatten, Pack. Achso, aber Ungarn war das Kriegsziel. Genau, von der Koalition zwischen uns beiden, Böhmen und Polen. Man kann es, also mit den Koalitionen sind immer problematisch beim Fordern. Wer war der Kriegsführer? Genau. Wisst ihr das zufällig? Ich natürlich. Österreich. Als Kaiser war ich natürlich. Okay. Noch eine Frage, wenn du schon mal da bist. Wir haben vorhin uns ganz schwer getan mit einer Armee, die einen General hatte, der hatte die Skills 4-4-2. Und trotz unserer zahlenmäßigen Überlegenheit, ich glaube, wir haben dreimal so viele Soldaten gehabt, haben wir nicht gewinnen können. Oder halt dann nur unter immens großen Verlusten dann ihn doch geschlagen. Wie? Ja, Soldaten sind schon sehr mächtig in Europa. Und alles viel, gerade wenn man mal richtig mächtig und 4-4 ist schon viel. Naja, also wir fragen uns, das war eben im Krieg gegen Ungarn, wir fragen uns, wo er den her gehabt hat. Also der General macht sehr viel aus anscheinend, ne? Ja, das ist... Also jetzt bräuchte man eigentlich fast schon einen Überblick, wie das berechnet wird. Es gibt ja immer die verschiedenen Faktoren. Es wird gewürfelt. Ja. Dann gibt es, also mal um den Vergleich zu nennen, wenn der hat 4-4, das heißt 4 Nahkampf, 4 Fernkampf. Mhm. Und wenn ihr zum Beispiel in Bergen angreift, kriegt ihr -2. Aber sie kriegen auf den Fern- und Nahkampf +4 durch den General. Also um das mal zu vergleichen, Berg gegen den Vierer-General. Ja. Das macht schon wirklich eine Menge aus, gerade wenn man dann noch den angreifen muss und er noch Gelände für sich hat, da kann man richtig viel niedermachen. Also es ist dann, als ob er 4000 Leute mehr dastehen hätte. Also ja, das ist eine recht komplizierte Berechnung. Ja. Aber es ist eigentlich doppelt so gut, als wenn er in Bergen ist zum Beispiel. Okay. Bevor wir das jetzt machen, ich wollte jetzt gerne hier nur mal ankündigen, dass ich gerne Breisgau, Baden und Elsass jetzt angreifen würde, weil wir hier imperiale Befreiungsgründe gegen Baden haben. Momentan hier 15 Regimenter unterwegs, ein Großteil davon Söldner, aber die werden ja nicht ewig bei uns bleiben. Und das wollte ich jetzt einfach mal ganz gerne in die Wege leiten, nur mal so als Ankündigung. Die Baden mag mich zwar, aber wir können hier einen Krieg erklären. Und das finde ich irgendwie, Moment mal, abbrechen halt, Moment, what? Moment mal, hä, was, wenn ich jetzt sage Krieg erklären, habe ich auf einmal keine Kriegsgründe mehr? Hä, wo sind die jetzt hin? Kein Kriegsgrund, was? Ist der Kriegsgrund ausgelaufen? Aber das kann doch nicht sein, ich habe doch nur Pause gedrückt dazwischen jetzt. Vorhin hatte ich den doch noch.
Was der eine Tag? Sind denn oben bei dir in 25. den Juni. Nix. Seltsam. Warte mal. Moment. Haha. Moment. Weil der König Jakob nochmal vielleicht gehabt. weil Pause ist oder was? Stabilitätseffekt, kein Kriegsgrund. -2 sind alliiert mit Bayern. Wir haben keinen Grund, sie anzugreifen. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Was heißt da jetzt? Was ist denn da jetzt passiert? Hä? Scheint wohl tatsächlich dieser eine Tag gewesen zu sein dann. Ich gucke mal.